Kann die Let's Dance Staffel ordnungsgemäß zu Ende gebracht werden? Seit 3 Wochen sind die RTL-Zuschauer endlich wieder im Tanzfieber. Der Promicast rund um Matthias Mester, 35, Amira Pocher, 29, und Bastian Bielendorfer, 37, begeistert die Fans mit unterhaltsamen Performances. Das große Problem? Jede Woche machen neue Corona-Fälle und Erkältungspech den Teilnehmern das Leben schwer, und es musste schon bunt gemischt und pausiert werden. Kann Let's Dance unter diesen Bedingungen überhaupt weiterhin stattfinden? Weil Hardy Krüger Junior, 53, aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht mehr mittanzen kann, durfte zuletzt die bereits ausgeschiedene Lilly zu sein Wittgenstein, 49, zurückkehren. Allerdings hat es mittlerweile auch die Prinzessin erwischt, vorerst muss sie pausieren. Auch die Profitänzer Andrzej Cibis, 34, und Malika Tschumew können derzeit nicht auf dem Parkett stehen. Bastian Bielendorfer hatte zwar nur mit einer Erkältung zu kämpfen, trotzdem setzte auch er eine Woche aus. Was bedeutet? Ohne Jurywertung und Anrufe der Zuschauer schaffte der Comedian den direkten Einzug in die kommende Runde. Seine gesunden Konkurrenten mussten hingegen ums Weiterkommen zittern. Sollte die Ansteckungswelle nicht abreißen und jede Woche neue Profis und Promitänzer ausfallen, könnte das zu größeren Problemen im laufenden Wettbewerb führen. Viele Zuschauer dürften sich nämlich auch fragen, ob der Kampf auf der Tanzfläche überhaupt noch gerecht ist. Prinzessin Lilly ist immerhin durch die Verkettung unglücklicher Umstände vor einer Niederlage in Folge 1 bewahrt worden und dürfte, sofern sie genesen ist, in Woche 4 erneut antreten. Sie hatte allerdings das Pech, ihre Profitänzer mehrfach wechseln zu müssen. Erst tanzte sie mit Andrzej, dann mit Ersatzmann Jimmy Solis. Am Freitag hätte sie mit Robert Beitsch 30 antreten sollen.